Meine Damen, meine Herren, ich bin's ja, euer Dave, und ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem weiteren MMA-Kampf zwischen Chan und Magomed. Beide schon bekannte Gesichter auf unserem Kanal. Chan 18 Jahre alt, Magomed 21, beide gleich groß, gleich schwer, gleiche MMA-Bilanz. Magomed hatte schon öfter auf unserem Kanal gekämpft, einmal K1, einmal Boxen. Chan hatte seine zwei MMA-Kämpfe bei uns bestritten, legte direkt los mit schönen Low-Kicks. Wie gesagt, wir kennen beide Kämpfer. Magomed geht jetzt gut nach vorne. Es sind beide Striker. Magomed ein Boxer und Chan eher ein Kickboxer. Magomed deckt jetzt Chan gut ein mit Schlagkombinationen. Der hat sich aber gut weggeduckt. Geht nach vorne mit einem Frontkick. Highkick hinterher. Und ein Stompkick. Magomed musste aufpassen. Er hält die Hände relativ tief. Da hätte er der eine Roundhouse-Kick zum Kopf auch treffen können. Ist jetzt gut nach vorne gegangen. Sucht jetzt hier den Clinch und den Takedown, wie es aussieht, Auszeit-Trip, hat jetzt Chan noch zu Boden gekriegt. Aber Chan scheint da die Guillotine zu suchen. Wenn Chan die Guillotine finishen will, dann muss er auf jeden Fall mit beiden Armen arbeiten und nicht nur mit einem. So hat das nur den Effekt, dass er Magomed festhält und nicht wirklich ein Würger. Aber wie das ausschaut, ist Chans rechter Arm blockiert. Magomed hat es jetzt gelöst, richtet sich auf. Chan versucht ihn wegzudrücken, poundet jetzt aus der Guard. Und er versucht sich aufzurichten, zu pounden, aber er kommt da nicht wirklich dran, wie das ausschaut. Er kommt nur zum Körper. Aber er lässt sich auch nicht drehen, also er hält die Kontrolle. Wenn er den Rest der Runde die Kontrolle hält, dann denke ich, dass die Runde für ihn gewertet wird. Ja, aber er muss mehr pounden. Wenn da nicht genug Aktivität kommt, werden sie gleich wieder aufgestellt. Oh, und er smasht Chan. Das haben wir in seinem ersten MMA-Kampf auf unserem Kanal auch gesehen. Das macht er sehr gerne. Das ist aber natürlich auch sehr kräftezehrend. Du musst ja nicht nur dich aufrichten, sondern auch deinen Gegner noch hochheben aus der Position. Magomed wird gerade von der Ecke zugerufen, dass er doch in die Mount steigen soll, weil Chan die Guard offen hat. Jetzt hat er sie wieder geschlossen, aber das muss Magomed nutzen. Ich denke mal nicht, dass er im Bodenkampf hier den Finish suchen will, sondern wie es ausschaut, will er eher über Punkte gehen. Aber er muss solche Gelegenheiten nutzen. Klar, aus der Mount kann er mehr Schaden machen als aus der Guard, haben wir gerade gesehen. Chan hat lange Beine, lange Arme, kann ihn gut da auf Distanz halten. Die Körpertreffer machen zwar Punkte und er hält die Kontrolle, aber viel Schaden macht Magomed nicht. Die erste Runde ist fast vorbei. Ja. Zu Beginn sehr actionreich, wie wir gleich nochmal sehen werden. Chan direkt mit einem Highkick gestartet. Dann hier einen schönen Lowkick hinterher. Davon muss er mehr bringen auf jeden Fall in der zweiten Runde. Die waren gut. Magomed dann auch hier mit einem Lowkick. Chan gut mit Schlägen eingedeckt. Chan aber wiederum hier auch Magomed gut getroffen mit der rechten, weggeduckt. Aber hier mit dem Frontkick. Er muss die Hände oben lassen. Wenn Magomed den auskontert, die Hände sind komplett unten. Da kann er gut treffen. Ebenfalls bei Magomed Glück gehabt, dass die beiden Highkicks nicht getroffen haben. Da muss er die Deckung besser halten. Das waren echt knappe Dinger. Aber hier ist er in Clinch gegangen. Dann mit dem Outside Trip den Takedown geholt. Ja, und den Rest der Runde die Kontrolle gehalten. Hier ab und zu mal gepoundet, dass beide nicht aufgestellt werden. Chan aber von unten auch gut gearbeitet. Aber am Boden ist nicht viel passiert. Hier hin und wieder mal ein Smash. Da einer, beziehungsweise kein Smash, ein Slam meinte ich. Da noch ein Slam. Ja, ich werde die Runde für Magomed werten. Wir schauen mal in die Ecken. Beide scheinen auf jeden Fall noch Saft zu haben. Beide scheinen auf jeden Fall noch Power zu haben. Ich denke mal, Magomed wird seine Taktik weiterfahren in der zweiten Runde. Im Striking ein bisschen arbeiten. Dann den Takedown irgendwann suchen und durch die Kontrolle dann einfach die Runde für sich entscheiden. Und Chan muss im Stand bleiben. Er muss es zumindest versuchen. Er muss weiter mit seinen Kicks arbeiten. Die kamen gut. Da waren ein paar knappe Dinge dabei. Aber ich bin mal gespannt, was beide für Anpassungen machen in der zweiten Runde.
wie sie weitermachen werden. Und es geht los. Ja, Margo mit der Finte hier. Linken Haken, rechter Schwinger hinterher. Beide gingen ins Leere. Genauso der Highkick von Chan. Der Lowkick war schön, der hat getroffen. Und genauso muss er weitermachen. Schön mit den Lowkicks arbeiten. Sehr gut. Lowkick, Highkick hinterher. Aber Margo geht direkt wieder in den Clinch. Der Highkick war echt knapp von Chan. Margo das gut gemacht. Nutzt jetzt die Cage Wall. Chan hier mit dem Knie. Margo fängt das Knie. Wodurch Chan nur noch auf einem Bein steht. Und jetzt muss er eigentlich sich nur noch nach vorne fallen lassen. Oder hier mit dem Outside Trip. Gut gemacht. Ist direkt in der Half Guard gelandet. Chan hält wieder die Guillotine. Aber wie gesagt, wenn Chan die Guillotine finishen will, muss er mit beiden Armen arbeiten. Er muss Margo zusammenstauchen. Am besten in die Guard nehmen, dass er nicht escapen kann. Und dann zu seiner linken Seite Margo die Luft nehmen. Aber Margo arbeitet gerade aus der Half Guard. Poundet zum Körper. Er müsste eigentlich, wenn er sich aus der Guillotine lösen will, in genau die andere Seite gehen. Ist jetzt in der Guard gelandet. Ja, die Guillotine scheint doch nicht wirklich drinne zu sein. Und Margo hat sich aufgerichtet. Poundet jetzt gut von oben. Upkick. Gefahr besteht. Chan noch einen getroffen. Aber Margo da eher weggedrückt als wirklich Schaden gemacht. Margo wird gerade aus der Ecke zugerufen. Er soll die Beine nehmen und zur die Guard passen, zur Seite gehen und in die Side Control. Das versucht er jetzt auch. Ist jetzt aber wieder in der Guard gelandet. Oder? Ja, doch. Chan hat ihn in seine Guard gezogen. Aber wir haben es schon oft gesehen. Ground Control Time ist oft ausschlaggebend. Magomed macht nicht viel Schaden, aber er hält gut die Kontrolle. Ein Kampf muss nicht immer über ein K.O., über eine Submission entschieden werden. Margo hat hier eine gute Taktik, die er fährt. Und wenn er das jetzt noch diese und die nächste Runde weiter so macht, dann hat er meiner Meinung nach den Sieg in der Tasche. Die Runde hat er auch viel Kontrolle gehalten. Im Striking war Chan etwas aktiver. Aber ich denke, die Runde wird wieder für Margo gewertet, einfach durch die Control Time. Ja, und man merkt doch, wenn man den Gegnern zwei Runden fast komplett nur hält, das brennt die Arme aus. Margo mit hier aufgestanden. Will schön in die Ecke gehen. Die Runde ist noch nicht ganz vorbei. Aber jetzt kam das Signal. Wir schauen nochmal in die Highlights. Margo wieder Druck gemacht. Nach vorne. Zwei Schwinger. Aber Chan hier wieder einen knappen Highkick verfehlt. Lowkick am Mann gebracht. Lowkick getroffen. Und dann hier wieder sehr knapp. Sehr, sehr knapp vorbei der Highkick. Margo hat sich dadurch nicht aus der Fassung bringen lassen. Mit Schlägen eingedeckt. Dann das Knie hier abgefangen. An der Cage Roll gut gearbeitet. Und den Takedown geholt. Viel mehr Action gab es in der zweiten Runde nicht. Hier wurde er einmal weggedrückt. Der Lowkick. Der versuchte Guard Pass. Und dann das Pounden. Meiner Meinung nach durch die Kontrolle wieder Margos Runde. Wie gesagt, meiner Meinung nach Margo Top Taktik, Top Gameplan. Muss genauso weitermachen. Nicht auf die Schlägerei einlassen. Einfach ein, zwei Schläge an Mann bringen, Takedown holen, Kontrolle sichern. Und bei Chan genau das Gegenteil. Er muss auf Distanz bleiben, die Takedowns verhindern, schön mit seinen Kicks weiterarbeiten. Ich verstehe nicht, warum er keine Frontkicks bringt. Er hat in der ersten Runde eingebracht, aber das würde ihm so viel Distanz verschaffen. Die sind so underrated, die Frontkicks. Die dritte Runde beginnt, es geht los. Und Margo geht schön nach vorne mit dem Jab, hat der Chan angeklingelt, wie das ausschaut. Geht hier weiter nach vorne. Aber warum geht er nicht hinterher, verstehe ich nicht. Schöner Lowkick hier an der Stelle, aber hätte hinterher gehen müssen. Nachsetzen, genauso jetzt. Er wartet zu lange. Aber Chan macht wieder den gleichen Fehler. Er lässt sich wieder auf den Nahdistanzkampf ein. Margo hüllt schön den Takedown mit so einem halben Judo-Wurf. Und es geht wieder los, wie in den zwei Runden davor.
Er hat Margot die Distanz verkürzen lassen, er hat sich an die Cage-Roll drücken lassen, er ist in Clinch gegangen. Margot das einfach ganz simpel gemacht, Outside-Trip, Takedown geholt, ist jetzt wieder in der Guard, kann jetzt wieder sich schön ausruhen, kann wieder ein bisschen arbeiten, einfach die Control-Time sichern. Chan verliert so den Kampf. Er muss versuchen, aus der Guard zu arbeiten. Er hat in den Runden davor nur geklammert, ab und zu gepoundet. Aber das bringt nichts. Das wird dir nicht den Sieg bringen. Deswegen muss er sich aus der Guard befreien oder wenigstens aus der Guard arbeiten. Margot versuchen zu drehen, Reversal oder einen Sweep hinzukriegen. Am besten aufstehen, Distanz, einfach auf Distanz bleiben und arbeiten mit den Kicks. Margot macht das gut, hält die Kontrolle, arbeitet, sammelt Punkte, zeigt Aktivität. Margot könnte jetzt rübersteigen, Chan hat aber die Beine wieder geschlossen. Die dritte Runde ist schon über die Hälfte rum. Wieder ein Slam von Margot mit. Chan hier mit dem Body Triangle. Aber mehr als Magomed versuchen zu kontrollieren, macht er nicht. Er arbeitet zu wenig aus der Guard. Er gibt so die Runden ab. Er hat die ersten zwei Runden so abgegeben. Er gibt die dritte Runde auch so ab. Er muss versuchen weiter zu arbeiten. Jetzt versucht er Magomed wegzudrücken. Vielleicht versucht er einen Armbar, aber er hat ihn wieder in die Triangle Guard genommen. Und beide arbeiten. Nicht viel, aber genug, um nicht aufgestellt zu werden. Man merkt beiden auf jeden Fall an, dass es die dritte Runde ist. Beide sichtlich erschöpft. Aber Chan wird jetzt geslammt und greift dazu Kimura? Nee, ich glaube nicht. Es sind nur noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Ich glaube, den Kimura hätte Magomed auch ausgehalten, falls es eine geworden wäre. Aber der Kampf ist vorbei. Meiner Meinung nach alle drei Runden an Magomed. Schön, wie beide sich Respekt zeigen. Wir schauen gleich nochmal in die Highlights von der dritten Runde rein. Wieder sehr bodenlastig, nicht viel passiert, aber zu Beginn Magomed mit seinem Striking nach vorne. Schöner Low-Kick hier. Und Chan hätte einfach, wie ich davor schon 10-mal gesagt habe, er hätte sich nicht darauf einlassen sollen, auf diese Nahdistanz, auf den Clinch. Er hätte die Distanz wahren sollen. Margot aber schön wieder den Takedown geholt. Sich in der Guard behauptet, gearbeitet. Es hat ihm alle drei Runden gesichert. War ein safer Gameplan, der auch funktioniert hat. Die Slams waren essentiell dafür. Die Umarov Smashs, wie wir sie genannt haben im ersten MMA-Kampf. Nein, Spaß, aber guter Kampf, Respekt an beide. Du willst bei uns kämpfen? Gar kein Problem. Besuch die offizielle FCL-Webseite, klick auf den Reiter Bewirb dich, schick uns deine Daten und ein kurzes Video und vielleicht sehen wir dich bei einem der nächsten Events. So, wir kommen jetzt zum offiziellen Endergebnis. Einstimmig der Gewinner aus der blauen Ecke, Magomed Umarov. Ich könnte nicht diesmal mit Händeschlagen boxen, weil ich halt meinen rechten Arm verletzt habe. Habe ich Takedowns gemacht. Nächster Kampf wird noch geiler. Smash everybody!